Leute, hallo. Der Captain hier, die Shapes von den Contest-Leuten sind da und ich werde jetzt beurteilen, Entschuldigung. Ich fange jetzt erstmal an mit den beiden Steinen von Toschka. Recht markante Erscheinung. Was mir allerdings direkt auffällt, im Grunde war ja das die Aufgabenstellung, eine Leiste, eine Edge zu shapen. Und das ist hier so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht unbedingt gelungen, wie man unschwer erkennen kann. Und ich weiß gar nicht so recht, wo jetzt die Edge ist, die man greifen soll. Allerdings ist es halt so, ich will es jetzt nicht komplett irgendwie sagen, dass es hier überhaupt nichts kann, das Element. Man kann durchaus sich dran festhalten, reingreifen. Das ist bei dem Teil auch der Fall. Und das Problem ist einfach nur, oh, hübsches Herz hier oben angelegt. Wirklich filigran gestaltet. Wo greife ich hin, damit es mir nicht die Haut in Fetzen haut? Es ist schon recht eckig, verdammt edgig, verdammt edgig, aber keine Edge an sich. Man kann dazu denken, was man will. Ich werde es in Ehren halten. Ich würde hier für das Teil von 10 erdenklichen, denkbaren Turbo-Gears würde ich jetzt, na gut, sind wir noch nicht so, ich würde 5 vergeben. Für das Teil um die 4, da liegen wir bei im Schnitt 4,5 Turbo-Gear und da kann man dann auch wirklich nicht meckern, Herr Nepfel. Also mein dringender Ratschlag an den Toschka, also ich habe das, ich würde jetzt mal sagen, das Talent nicht zu übersehen. Man kann die Sachen natürlich auch sehr schön zweckentfremden. Also das erste, was mir kam, ist was fürs Bad, dass man zum Beispiel da eine Handseife ablegt, geschmeidig. Das ist halt dann so multifunktionell, eine ganz neue Herangehensweise an die Shaperei. Dranbleiben, ja, mehr Edge. Ein bisschen mehr auf die abschließenden Arbeiten, die Feinarbeiten achten, dass man das ein bisschen sauberer vielleicht noch am Ende. Aber ich Talent ist zu sehen, unbedingt. Nicht unbedingt fürs Griffe shapen, aber man kann auch dies und jenes abformen. Tausend Dank, dass du mitgemacht hast. Das kriegt ihr bei mir einen Ehrenplatz irgendwo. Irgendwo nicht zentral natürlich. Und ich werde mal sehen, ob wir da eventuell ja, noch irgendwas mitmachen können. Ich bin so frei, ich werde das noch ein bisschen fein arbeiten. Ein bisschen noch in. Ich will keinem ins Handwerk pfuschen. Weiß Gott nicht. Ich weiß ja, da ist man schon eitel als Shaper hier und da. Man kann ja sonst nichts anderes großartig. Also ich beziehe mich jetzt auf mich hier, also nichts gegen dich. Und ich werde das Ding wirklich bei Zeit nochmal in die Hand nehmen und dann nochmal ein richtig hartes Finish dran. Machen. Ja? Ist okay, oder? Ciao. Also der Contest ist ja natürlich selbstverständlich international angelegt gewesen. Und jetzt haben wir einen Kandidaten aus Schweden, sage und schreibe. Das ist der Jens. Und ich weiß mir gar nicht so recht zu helfen, was ich jetzt dazu sagen soll, was er hier retour geschickt hat. Ich kann nur behaupten, es ist wirklich außergewöhnlich geraten. Ja? Habe sowas selten gesehen an der Wand und auch überhaupt selten gesehen. Ich traue mich kaum, das jetzt wirklich der Öffentlichkeit preiszugeben. Das ist wirklich alter Schwede. Das erinnert mich insgesamt eher so an die Front von Ford Transit. Also hier die Seitenscheinwerfer. Ich meine, mag denken, was man will dazu. Hier der linke, der rechte. Und hier dann direkt darunter der Kühlergrill. Entsprechend hier die Motorhaube. Man könnte diese Falz von der Motorhaube stellen. Das macht allerdings wenig Sinn, weil der Griff hier natürlich viel besser ist an der Seite. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie der Griff verschraubt werden soll. Ob so, so oder womöglich auch so. Beachtlich, beachtlich. Und das zeigt mir wieder, ja, dass ich natürlich World-Class Shaper bin. Ich will ihm wirklich nicht zu nahe treten. Aber sowas... Schade um den Schaum. In der Größe sowas hier abzugeben, so eine Verschwendung am feinsten Material, ja, das kostet uns alles einen Haufen Kohle. Da liegt der Kubikmeter locker bei 10 Euro, hier bei der Qualität von Schaum. Und ich halte es einfach nochmal in die Kamera als abschreckendes Beispiel. Ja. Man kann wirklich erkennen, dass es wirklich eigentlich am Thema vorbeigeschäbt ist. Edge war Thema. Ist das Edge? Ist das hier Edge? Ist das auf irgendeine Art und Weise Edge? Das ist für mich eine Beleidigung, sowas zurückzuschicken.
Also inkattig ist es, an allen Ecken und Enden voll verinkattig. Alter Schwede. Ich wechsle einfach mal die Marke auf Dortmunder Union oder DAP oder so. Aus einer Großpackung für 25 Cent, da vergebe ich dann vielleicht zwei dafür. Und da kann er sich schon glücklich schätzen. Ich habe sowas echt noch nicht in den Händen gehabt. Aber vielleicht erkenne ich auch die Grandiosität nicht von dem Machwerk. Also Jens, wenn das mit der Shaperei bei dir eine Zukunft haben sollte oder hat, ich sehe halt perspektivisch für dich vielleicht einen Job als Co-Designer in der Automobilindustrie für Ford. Aber weißt du was? Wenn ich mir das so genau angucke, das ist nicht nur schlampig gearbeitet, das hat keinerlei Funktion, Konzept, das ist keine Edge. Das ist einfach nichts anderes als eine Zumutung. Sei es drum. So, jetzt kommen wir zum Kandidaten Fabi. Kandidat Fabi, der hat hier einiges abgeliefert. Das sind in der Zahl 5 Shapes, sage und schreibe. Und die haben schon einen gewissen Style, eine Geschlossenheit an sich. Das könnte schon eine Range werden. Tropfen- und Tränen-Range. Und ist gekennzeichnet durch diese Grate, die umlaufen, die sich verlieren im Material, wie man hier ganz gut erkennen kann. Das ist auch wieder so ein Hart hier, so ein Herzchen. Sehr schön. Dann hat er auch noch was Kleineres an den Start gebracht. Das ist auch wirklich tatsächlich so eine Edge, eine scharfe Edge. Scheint jemand hungrig gewesen zu sein während des Shapens. Wie soll ich sagen? Tja, dass einige Bereiche von den Elementen, von den Shapes meiner ästhetischen, ja, habe ich ja grundsätzlich eigentlich nicht eine ästhetische Vorstellung, aber so meiner Vorstellung widersprechen, wie es eigentlich sein sollte. Von der Funktion her gesehen, nicht schlecht. Kann man drüber reden, ja? Die Relation Volumen und Fläche und Haltbarkeit, das wird im Leben nicht halten, das wird immer wegplatzen, was zu dünnwandig ist, der Auslauf. Aber vom Griffkomfort, ja, und vom Style her kann man durchaus mit leben. Kann man dran arbeiten, hat Potenzial. Über alles, ich mache mal diesen hier, im Punkto Turbo-Bier-Ranking liegen wir in dem Fall so um die 6, tendenziell 6,5 Richtung 6,5 gehend. Also eine starke 6 Turbo-Bier hier, in dem Fall. Gut, nicht schlecht. Also Fabi, wenn du dran bleibst, ja, und dich richtig ins Zeug lehnst, dann kann aus dem, was du hier abgeliefert hast, ja, wenn da noch ein bisschen Routine reinkommt, ja, reinfließt, ich sag mal so 10 bis 20 Jahre sind da gefragt, da wirst du durchaus mir fast das Wasser reichen mit großen Abstrichen, aber was nicht heißen soll, dass du es nicht versuchen sollst, ja. Ich bin da auch schon seit Jahrzehnten dabei und bin auch ständig kurz vorm Scheitern. Ich hinterfrage mich permanent. Ja? Vor allem andere hinterfragen mich permanent, vor allem diesen Brennzinger. Aber wenn ich das so sehe, ich vergleiche das immer mal mit meinen ersten Shapes, ja, die so aus dem Nichts gekommen sind und im Heimbedarf. Und da würde ich sagen, auch damals war ich deutlich besser. Nicht ganz viel, nicht viel besser, aber doch einen Tacken besser. Ja, aber du bist trotzdem gut, weil ich bin natürlich sensationell gut und du musst immer die Relation sehen. Du musst das einordnen. Ich will dir jetzt keinen Rüffel verpassen. Du musst dich da irgendwo einreihen in dem Bereich. Zwischen Top, zwischen Mega und Ultimativ liegst du in dem Bereich Top, tendenziell Richtung Mega. Ja, und da können wir uns drauf einigen. Wir können beide mitleben. Ich wünsche dir wirklich alles Gute und hört voneinander. Ciao.